Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Ah, willkommen zurück zu Minecraft. Wii U. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich gleich zwei von der Sorte. Ich habe gleich zwei Zombie-Dorfbewohner mir geschnappt. Ich bin an der gleichen Position, wie ich auch im letzten Part war. Na, so. Du warst vergiftet. Bist du auch vergiftet? Sehr schön. Beide werden sich jetzt also nach und nach in den nächsten Minuten in Dorfbewohner verwandeln. Ja, ja, ihr werdet gleich eingekerkert. Macht euch da mal keine Sorgen drum, Kinders. Ach du Scheiße, bevor ich hier noch sterbe. Besser ist es, ich fress mir was. Natürlich, weil, wisst ihr, ich muss natürlich so weit laufen, damit ich hier in den Genuss komme, Zombie-Dorfbewohner zu sehen. Ja, es ist so klar, es ist so klar, man kennt es ja nicht anders. Das Kaische Pech ist mal wieder am Start. Ne? Das ist so normal. Ich kenn's ja nicht anders. Aber gut. Bevor ihr mir jetzt irgendwas Dummes macht und irgendwie despawnt oder abhauen wollt, vergesst es! Okay, okay, okay. Jetzt ganz ruhig, jetzt ganz ruhig. Ruhig bleiben. Ruhig, Blut. Ja. Du Penner. Die können einen aber auch nicht in Ruhe lassen, ne? Nein. Nein. Kommt ins Wasser. Das kann doch nicht sein. Weißt du, es ist so klar, ne? Da will man die einmal einschließen, diese verdammten Drecksviecher. Ich muss sie unterm Baum locken. Kommt mit. Kommt. Wenn die jetzt sterben, ne? Es ist so klar, erstmal finde ich natürlich keine mitten in der Nacht, sondern kurz bevor es morgen wird. Und dann sind es noch zwei Stück, die irgendwie voll weit weg sind von meinem Zuhause. Das heißt, ich kann die wieder schön dahin locken. Es ist so nervig, ich hasse es. Das Kaische Pech, ich hab's euch ja schon mal gesagt. Habe ich eine Angel? Natürlich habe ich jetzt gerade keinen Angel dabei. Natürlich nicht. Verdammt, sonst hätte ich sie schubsen können. Ach, Jungs, Mädels, ey. Könnt ihr nicht einfach unterm Baum gehen? Wie ganz normale Menschen. Oder ich probiere was aus. Wenn die hier schon rumchillen, als wären sie hier daheim, werde ich sie einschließend einkerkern. Sodass sie keine Chance haben, irgendwie rauszukommen. Erstens das. Zweitens, damit sie irgendwie vom Sonnenlicht geschützt werden. Ich habe keinen Bock, dass sie mir wegsterben. Also einer kann von mir aus sterben, aber nicht alle beide. Ich möchte mit mindestens einen von beiden möchte nach Hause kommen. Naja, ich krieg das schon hin. Ja, warte doch mal, Junge. Der stirbt gleich weg, Alter. Heißt, ich hätte auch einen goldenen Apfel verschwendet, ne? Wie schön ist das denn? Oh mein Gott! Villager! Nummer 1! Aber was für ein Geräusch war das denn gerade eben? So dieses... Da! Und dann auf einmal tauchte der Villager auf. Sehr schön! Was ist das denn für ein Villager? Wie krass ist das denn? Ja, Kinders, dann kommt mal mit! Hallo. Ich glaube, du bist ein Priester, kann das sein? Ein Priestlager. Verstehen Sie? Aha. Gut, er möchte hier nicht raus. Heißt, ich muss dich irgendwie anders... Nein! Sorry. Hier, schau, ich gebe dir eine Karotte. Das ist ein Bibliothekar, ist das. Oh, wie schön ist das denn? Cool. Und du bist auch ein Händler. Er ist ein Werkzeugschmied. Ui, ui, ui. Ne? Okay, er ist Bibliothekar. Der andere ist normaler Schmied. Okay, das ist cool. Er sieht mir erstmal aus wie so ein Priester, aber okay. Passt schon. So. Erstmal natürlich mit dem Schmied nach Hause. Ist ja ganz klar. Und den Bibliothekar... Ich kann kein Deutsch.
holen wir uns dann irgendwann später. Ich weiß zwar nicht, wo das Zombie-Geräusch jetzt herkommt, aber okay. Hier ist irgendwo anscheinend ein Zombie. Na komm, jetzt geh hoch. Geh zur Treppe. Giselgert! Giselgert, geh zur Treppe hinauf. Hallo. Hallo! Giselgert! Was soll denn das? Bist du irgendwie vollkommen behindert? Mädel, geh hoch. Es ist immer so eine Mammutaufgabe, diese verdammten Drecksdinger. Umzuportieren. Ne? Wobei es wahrscheinlich im Wasser einfacher gewesen wäre, ne? Lauf mir hier bloß nicht weg. Wenn der gleich weg ist, ne? Dann raste ich aus. So. Dann kommen wir hoffentlich heute noch auf die Paarung zu sprechen, oder? Mal gucken, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, dass man richtig viele Zutaten hinzugeben muss, den beiden Villagern. Damit die sich nämlich kreuzen können. Also nicht nur, dass sich deren Wege kreuzen, sondern auch, dass sie sich kreuzen. Ja. Aber ihr müsst wissen, ich habe echt wieder so 10 Minuten lang locker mindestens gesucht, um hier einen Zombie-Dorfbewohner zu finden. Es regt einfach so auf, weißt du, ich suche und suche und suche und echt bei mir auf der riesengroßen Ebene, auf der riesengroßen Weide, ne, es ist da immer so, Zombies gibt es da im Überschuss, aber keinen einzigen Zombie, der zum Villager werden kann. Das regt so auf. Ich hasse es. Ohne Scheiß. Es ist immer so nervenaufreibend. Dann komme ich hier hin, in den Sumpf, und dann sind hier auf einmal immer Zombie-Villager. Na, als hätte es der Zufall so gewollt. Was wackelt er mit seinem Kopf so rum? Bist du behindert? Villager! Ja! Ja. Ha, Peter. Ja, und ich habe sogar mal den Spielstand resetten müssen und... Bye. Ich habe sogar mal den Spielstand resetten müssen, wisst ihr? Aber naja. Ne, warum resetten? Es war kurz davor, Tag zu werden. Und ich dachte mir, komm, bevor du jetzt wahrscheinlich wieder 10 weitere Minuten damit verplemperst, dass es Nacht wird, lädst du lieber deinen Spielstand neu. Hast du mehr von? Und das habe ich auch gemacht. Dann ist wieder die Hälfte der Nacht rumgegangen. Und nichts hat sich geändert. Aber auch wirklich gar nichts. Na, ich habe erstmal gar keinen Villager gefunden. Konnte erstmal wieder so rumlaufen. Alles schön und gut. Konnte richtig viele Karotten essen. Wow. Leistung des Tages. Ja. Aber es ist doch irgendwie Ironie des Schicksals, dass ich die ganzen Zombie-Villager an einem Ort treffe, an dem ich schon mal einen getroffen habe. Und wo ich schon mal einen Zombie-Villager zum Villager gemacht habe, ne? Ich habe da gerade so ein richtiges Déjà-vu-Erlebnis. Kann das sein? Ich glaube auch. Ich bin aber mal gespannt, ne, was passieren wird, wenn die beiden Villager sich sehen. Wie die reagieren und sowas. Das wäre mal interessant zu erfahren, ob die dann automatisch schon so miteinander. Naja. Ob die sich schon verständigen, ob die miteinander Symbiose eingehen werden. Das wird die Zeit zeigen, ja. Komm, beweg deinen dicken Schädel da rein. Los jetzt, du Arschziege. Hallo. Komm schon. Junge, was willst du von mir? Geh doch. Oh, ich bitte dich doch, ne? Inständig bitte ich dich, weiterzugehen. Bitte, geh mir nicht auf den Keks. Komm, wir sind doch gleich zu Hause. Junge. Man merkt, ne, dieser Villager hier, der ziert sich so ein bisschen. Aber im Wasser kann man die so leicht wegschubsen, ne? Wäre doch nur unsere ganze Welt ein einziges Meer. Wir hätten viel weniger Probleme, das kann ich euch sagen.
Oh, ist das schön im Wasser. Das ist so schön. Ihr merkt das gerade, oder? Wow. Das meine ich nicht mal ironisch. Ja, los jetzt. Hallo. Ha. Ja. Ansonsten, was gibt's hier noch so zu erzählen? Ein Schwenk aus meinem Leben. Ein kurzer kleiner Schwenk. Ihr müsst wissen, gestern... Für mich gestern, für euch wahrscheinlich eine ganze Woche her oder so. Für mich war Rosenmontag. Und das Ironische daran war, wir haben Rosenmontag am Sonntag gefeiert. Ist das nicht krass? Wir sind voll Thug Life. Wie kommt das zustande? Ja, ihr müsst wissen, es war doch mal ein Karneval so, dass da in Düsseldorf jedenfalls so ein Riesensturm war am Rosenmontag. Am ursprünglichen Rosenmontag. Naja. Dass der Düsseldorfer Karnevalszug am Rosenmontag abgesagt wurde. Ihr müsst wissen, für alle die nicht aus dieser Region kommen und nichts damit anfangen können. Ihr müsst euch halt vorstellen, es ist halt so. In Düsseldorf wird jedes Jahr und wird in jedem Jahr und... Ja, es gibt auf jeden Fall eine Karnevalszeit in Düsseldorf, ne? Karneval wird ja nicht überall gefeiert, ist ja das Ding, ne? In den meisten NRW-Städten und in so ein paar Ausnahmefällen. Ich glaube, in Mainz wird noch Karneval gefeiert. Und das ist ja nicht in NRW. Das liegt ja in Rheinland-Pfalz. Glaube ich jedenfalls. Ja, und da sind so ein paar Städte in Deutschland die Ausnahme, die außerhalb NRWs wohnen. Und naja, in Düsseldorf ist es halt gang und gäbe, Düsseldorfer Karneval zu feiern und Karneval zu feiern generell. Genauso wie es in Köln der Fall ist und in vielen weiteren NRW-Städten. So, aber ihr müsst euch vorstellen, es muss wohl ziemlich hart gewesen sein. Es muss wohl so gewesen sein, dass der Düsseldorfer... Junge, jetzt beeil dich mal. Es muss so gewesen sein, dass am Rosenmontag wohl so ein Unwetter stattfand. Ich habe es ja selber gar nicht mitbekommen. Das, was ich gesehen habe, war zwar Sonnenschein, und zwar purer Sonnenschein, aber okay. Es hätte wohl so sein sollen, dass es sturmböenartig wird, aber gut. Junge, warum verpisst du dich nicht nach oben? Junge, verpiss dich doch nach oben, Junge. Ey, es wird gleich Nacht, willst du mich verarschen? Verpiss dich doch nach oben, Mann. Alter, ohne Scheiß, ey, er regt mich gerade so auf, ne? Drecksding, ey. Wenn gleich irgendwelche Zombies kommen und du rennst mir irgendwie weg, Junge, ich bring dich um. Dein Priester gleich mit dazu oder dein scheiß Bibliothekar. Bibliothekar. Ja. Gut, da ich jetzt aber weiß, dass es hier ein Schmiede-Villager ist, soll ich vielleicht auch mal eine Schmiede bauen, oder? Damit er sich am wohlsten fühlt und nicht nur einmal nur so eine Einraumwohnung. Das wäre vielleicht eine sehr knackige Idee. Bin mal gespannt, was der andere Villager gerade macht. Wahrscheinlich chillt er irgendwie gerade zu Hause und baumelt seine Eier. Aber gut. Aber ich wusste ja gar nicht, dass man mit jedem Villager Handel betreiben kann. Das ist etwas gänzlich Neues. Ja. Ja, ich bin ein Villager. Ja, ja, ja. Jetzt geh hoch. Komm schon. Gleich kommt es echt noch so, dass hier ein Creeper kommt. Dann war meine ganze Arbeit umsonst. Boah, wäre das scheiße. Ha! Haha! Jetzt hört ihr auf rumzutrollen. Jetzt küsst euch und macht Liebe miteinander. Aber ich wusste, er wird anders reagieren. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist so bei einem bestimmten Umfeld und bei einer bestimmten Entfernung haben sich die Villager sehr lieb. Apropos, die Villager. Wo ist der andere? Ist der abgehauen? Wenn das der Fall ist, dann raste ich aus. Nein, du willst mir nicht erzählen, dass er gedespawnt ist, oder? Nicht dein scheiß Ernst. Wo ist denn der andere hin?
Okay, ich geb's einfach nur auf. Scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Wenn er despawnt ist, ist er gedespawnt. Dann juckt mich das auch nicht. So, ja, wir haben jetzt ein künstliches Dorf gemacht. Ich hoffe, jetzt sind alle glücklich. Ich dachte erstmal so, okay. Der reagiert da irgendwie mit dem anderen Villager zusammen und miteinander und interagiert mit dem so ein bisschen, aber okay. Dann war es nicht so der Fall, sondern er ist einfach nur ausgerastet, weil er ein Haus gesehen hat. Mehr aber auch nicht. Das finde ich gerade übelst scheiße. Weißt du, die ganze Arbeit rund um eines Dorfes mit der Erbauung und all das für den Arsch, auf gut Deutsch gesagt, umsonst. Ich frage mich gerade, warum ich das überhaupt getan habe. Um es euch zu zeigen wahrscheinlich, ne? Genau, ja gut, das wird der Effekt gewesen sein. Der Lerneffekt war da. Ja, Germi! Hi! Kriegst gleich einen Fisch von mir! Ja! Germi! Ja. Aber jetzt gehen wir bitte nicht auf den Sack, weil ich will ja erstmal selber klarkommen. Na gut. Dankeschön. Ham. Was können wir noch so wegschmeißen? Ja, Germi ist ja gut, Mensch. Ach, Germi. Hallo. Ja. Weg mit den Knochen. Ich hätte eine zweite Truhe für den ganzen Scheiß gebraucht. Aber wisst ihr was? Für die letzten Parts kippe ich alles hier rein. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, dass einige schon davon ausgehen, wie ich diese Welt hier beende und sowas. Und wie ich quasi das Let's Play zu dieser Welt beende. Wisst ihr, wie ich das meine? Na, ich werde quasi, ich verspreche euch, ich werde es so machen. Ich werde so einen Übergang planen, dass ich ein paar hundert diese Welt verlasse und in die neue Welt gehe. Ne? Das werde ich so auf jeden Fall handhaben. Und viele von euch haben auch schon so geschrieben, ja, ich wette, du wirst irgendwie dein Haus in die Luft jagen oder sowas. Und ich will jetzt keinen von euch spoilern oder so. Ich will keinen von euch spoilern. Deswegen sage ich nicht, ob ich das machen werde oder nicht. Ne? Wie gesagt, ich will keinen von euch spoilern. Lasst euch überraschen, was passieren wird. Aber ich denke, es wird vielen von euch gefallen. Ne? Und wenn einige von euch fragen werden, wie Rosenmontag wegen Rosenmontag gerade eben. Wir haben jetzt eine Woche später. Wie kann es denn sein, dass du da so auf Vorrat aufnimmst? Weil Minecraft halt immer so ein Projekt ist und sein soll, was ich halt auf Vorrat am Start habe. Ne? Weil das halt so ein Projekt ist, was man halt so wochenlang aufnehmen kann, weil das ganze Bauen einfach Bock macht. Na? Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, dann ist ja gut. Menschenskinders. Na, ich möchte einfach das Projekt hier so ein bisschen auf Vorrat haben. Gerade auch, wenn ich daran denke, dass ich in der neuen Welt unfassbar viel Spaß haben werde. Zwinge ich mich auch gerade ein bisschen dazu, das Ganze soweit aufzunehmen, weil, naja, Kinders, ihr müsst euch halt vorstellen, ich kann es kaum erwarten, in die neue Welt zu gehen, weil da halt einfach alles sein soll, ne? Das ist eine nahezu perfekte Welt. Zu 99% hat man mir geschrieben. Und ich erwarte viel. Ich erwarte einiges. Ja? Wir können auf jeden Fall Großes erwarten. Größer, als es hier der Fall war. Ach ja, und einige haben geschrieben, ich bin viel zu vorschnell aus der Festung rausgegangen. Einige meinten, ja, du hättest dich noch in die Wand reingraben können, weil da muss eine Bücherei und sowas sein. Ja, Leute. Das ist aber nicht der Regelfall und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie durch Graben an der Bibliothek kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube persönlich ja. Ich glaube, mein Wii U Gamepad hat sich jetzt gerade verabschiedet. Sehr schön. So muss das sein. Na, dann schalte ich mal wieder an, meine kleine Freundin. Na los. Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich hab das Gefühl, ich falle gleich runter. Aha! Ah! Oh mein Gott. Okay. Verdammte Scheiße. Das war ein sehr männlicher Rülpser, nicht wahr? Ich denke auch. Ja. Naja, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, hier, Bibliothek. Es ist auf keinen Fall der Regelfall, dass man sich in einer Festung reingraben muss, um auf eine Bibliothek zu kommen. Und wo hätte ich denn eurer Meinung nach mich reingraben sollen? Wo sollte das denn sein? Da gab es auch so viele Wege. Es war jetzt eine etwas kleinere Festung, das gebe ich zu. Aber, wo eurer Meinung nach hätte ich mich denn reingraben sollen? Es gab schon einige Wege und ich hätte nicht mal gewusst, wo ich anfangen soll, mich reinzugraben. Am Ende wäre es dann sowieso so gekommen, dass ich mich da reingegraben hätte. Ne? Und am Ende hätte ich sowieso nichts gefunden. So wie man das halt immer kennt. So ist es halt immer. Ne? Deswegen lasse ich es einfach bleiben. Ja. Komm, zack. Ne, ich mache jetzt in den letzten Parts die Terrasse fertig und wir werden wahrscheinlich noch mehr Sand sammeln müssen gehen. Ha, das wird toll. Ich merk's schon. Das wird richtig cool. Ich denke mal, so 3 Reihen kriegen wir maximal noch gefüllt. Wobei, nein. 2, wenn höchstens. 1,5. Scheiße, ich habe auch die Terrasse, glaube ich, viel zu groß gemacht, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe sie viel zu groß gemacht. Da muss ich mal wieder richtig übertreiben, ey. Da kann ich mir wieder selbst auf die Schulter fassen und sagen, boah, hast du aber toll gemacht, Kai. Meine Fräsen. Gut, es werden dann eben 2,5 Reihen, die ich schaffen werde. Aber, ey, wir sind noch lange nicht fertig, ey. Meine Fräsen. So wie mir das hier aussieht, oh, das sind doch 3 Reihen, sehr schön. So wie mir das hier aussieht, brauchen wir mindestens noch 3 Stacks Glas. Aber definitiv. Wir können ja mal ausrechnen, was für eine Fläche wir jetzt noch füllen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mal 9. Das wäre ein Betrag. Wobei 20 mal 9, oder? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, genau 20 Stück. 20 mal 9. 180. 180 an Glas brauchen wir also noch. Wie wir sehen, das sind mehr als 3 volle Stacks. Habe ich ja richtig gut geschätzt. Das werden wir in den nächsten Parts sammeln gehen. Und nebenbei wahrscheinlich auch immer ein paar Themen und so labern und sowas. Von daher gesehen, meine lieben Freunde und Kinder Jens, macht's gut. Haut rein. Ciao.